dem Weg zu den Seeschauminseln. Hier sind wir schon wieder, Leute. Pokémon Feuerrot, Blattgrün, Soling, Nuzlocke mit Miku XC. Vorweg, das wird der letzte Part. Das Projekt wird nach diesem Part enden. Ja, wir zeigen euch die letzten legendären Pokémon, die man kriegen kann. Wir widmen uns jetzt hier Arktos, diesem gefiederten Hühnchen. Und Jaul. Legen los. Wir werden nicht alle legendären fangen. Wir werden die einfach hier besiegen. Wir wollen euch alle legendär noch zeigen, wie es gibt. Und ja. Ja, tut mir leid, Leute. Ihr hattet bei mir bis eben gerade noch einen kleinen Bildschirm. Ich musste den erst größer machen. Das hätte ich fast vergessen. Oh. Kann nicht alles gut in der Aufnahme laufen. Guck mal, Arktos hat einmal Flamme auf und Arktos ist ja fast down. Nice, bei mir auch. Dann kann man ja ein paar Fangversuche starten. Und ein paar kann man mal probieren. Ein paar können wir probieren. Wenn es drinnen bleibt, ist das cool. Wenn nicht, dann wird... Flieh übrigens. Wenn du fliehst, kannst du später nochmal versuchen. Das habe ich rausgefunden. Die kommen wieder. Echt? Kommen wieder? Anscheinend, ja. First try fast, egal, Alter. First try. Ich versuch's dreimal insgesamt, dann töten wir es, ne? Ja, denke ich auch. Also ich flieh dann. Nein! Ich hab's getötet aus Versehen. Nice. Tschüss, Arktos. So, letztes Mal und dann töte ich's. Es will nicht. Okay, gut. Dann egal. Ja, wir zeigen... Dann flüchte ich. Wir wollen die Pokémon euch eh nur zeigen, weil der Part wird auch sehr kurz werden. Außer das Rätsel von Deoxys wird mega scheiße. Ich werde nach diesem Part auch nicht speichern, also weil es ist eh der letzte Part. Also ist das Wurst. Arktos kann ich dann nochmal versuchen, privat, wenn ich Bock drauf habe. Wir haben uns extra noch geholt, wie gesagt, zwei Tickets, die man damals nur per Event gekriegt hat. Die haben wir uns noch gegönnt. Ich fliege schon mal nach Orania City. Also muss man hier sowieso raus aus der Höhle. Genau. Und dann fliegen wir nach... Auf dem Weg nach Orania City! Genau, darauf habe ich gewartet. Auf dem Weg nach Orania City. Auf dem Weg! So, dieser scheiß Ohrwurm, Leute, ich schwör's euch. Das ist so schlimm. Das ist richtig schlimm. So, auf geht's. So. Wir werden jetzt zu den letzten Inseln gehen. Gucken wir mal. Oh, das ist das Geheimticket. Das ist selten. Wir bringen dich gerne zum Nabelfels. Oh, das Aurora-Ticket. Wir bringen dich gerne zur Entstehungsinsel. Wir gehen zur Entstehungsinsel zuerst. Alles klar. Du kannst an Bord der Spezialfähre. Seesprint Tempo 12 wird sofort ablegen. Nice. Sehr cool. Wir sind da. Und jetzt kommt das sagenumwobene Deoxys-Rätsel. Es ist einfach nur ein schwarzes Dreieck. Weißt du, wie scheiße das Rätsel ist? Du musst übel schnell sein und du musst das auch noch dann in der richtigen Kombi machen. Was muss ich denn machen? Erzähl mir doch einfach erstmal. Was muss ich machen? Ich bin drin. Du musst es so aktivieren, wie ich es gerade gemacht habe. Und dann, wie denn? Und dann auch noch richtig schnell. Hä? Was denn? Hast du doch gerade bei mir gesehen. Ist das eine bestimmte Reihenfolge? Ja, auch. Ja, warte doch auf mich, bevor du Deoxys ansprichst. Wie denn? Ich kenne ja nicht mal die Reihenfolge. Du musst mir doch vorher, bevor wir die Aufnahme starten, sagen, dass ich eine Reihenfolge aktivieren muss. Ich hab doch gesagt, das ist ein Rätsel. Das ist cool. Und wie? Woher soll ich wissen, wie man das Rätsel löst? Fang von unten an, am besten. Ja, genau. Und da musst du... Ja, genau. Und jetzt da. Und jetzt... Ja, genau. So, und dann daneben. Genau, und dann oben. Weiter. Weiter und drücken, schnell! Oh, schade, du hast fast geschafft. Zu langsam. Dieses Rätsel ist kacke. Ich warte jetzt extra noch auf den guten Miku. So, komm, du schaffst es. Das funktioniert das nicht. Das ist kein Rätsel? Du musst den, wenn er da in der Mitte kommt, nämlich von rechts ansprechen, nicht von unten. Jetzt von rechts. Genau. Ja, spreng doch an! Oh, ich hasse das. Das Rätsel von Deoxys ist so scheiße. Ich hab da, als ich konnte das jetzt auch nur so gut, weil ich es vorher geübt habe. Also, ich sag. Gut, ihr seht das bei Drain. Guckt. Er hat keinen Bock. Ich bin auf der nächsten Insel. So, denn. Das ist mir so dumm, das musst du mir vorher sagen. Wollen wir die Aufnahme nochmal neu starten? Nee. Ich hab's getötet, Scheiße. Auf so eine dumme Kacke hab ich keinen Bock. Der Part kommt ja eh bei mir, also von daher. Jetzt habt ihr Deoxys auch gesehen. So, und wir gehen zum Nabelfelsen. Also ganz ehrlich, sowas ist mir zu dumm.
Ach, ich mag solche. Nicht genau, sowas muss nicht genau. Ja, aber nicht halt, das muss man mir irgendwie vorher wissen. Das weiß ich halt nicht, dass ich da irgendwelche Rätsel noch lösen muss. Na, ich hab doch gesagt, Deoxys-Insel ist mit einem Rätsel verbunden. Das ist doch kein Rätsel! Doch, eigentlich schon! Das ist auf Geschwindigkeit und da habe ich keinen Bock drauf. Nee, du musst den auch in der richtigen Kombi ansprechen. Sonst funktioniert das nicht. Ja, die Kombi muss man mir vorher sagen, bevor ich da durch. Ich weiß die nicht auswendig. Ich weiß die nur beim Spielen. So, ich spule nicht vor. So, einmal. Ich gehe zuerst runter. Gehst du auch zuerst runter? Ja. Keine Ahnung, wie weit muss ich denn runter? Ein bisschen. Lugia. Da kommt Lugia, genau. Lugia ist Level 70. Mach dich auf was gefasst. So, oh Gott. Ich habe es nur vorgespult, weil ich keinen Bock habe. Ich glaube, ich... Weil ich einfach keine Lust habe. Ich habe vergessen, dass das so tief ist. So, Lugia, los geht's. Hallo Lugia. Tschüss Lugia. Bist du echt geflohen? Ich werde versuchen, den zu fangen. Zur Not cheate ich mir den Scheiß einfach rein. Wieso? Brauchst du doch nicht. Das Projekt ist doch eh vorbei. Nach diesem Part. Ja, ich mach dir fast nichts, Alter. Okay, tschüss, Lugia. Nein! Och, komm! Hydia! Hydro Pump, Alter. Oh, du Spast. Tschüss, Azoru. Das ist halt das Ding, was ich an diesen alten Editionen nicht mag, ne? Ach, ich liebe die alten Editionen. Ich auch, so ist das nicht, aber es gibt halt Sachen, die ich halt überhaupt nicht mag. Hier ist kein Pokémon. So, doch jetzt. Ho-oh. Um euch das zu zeigen, wenn man flieht, ist Lugia nämlich wieder da. Lugia bleibt nämlich dann da. Ich wollte Ho-oh eigentlich nicht ansprechen, ich hab gedacht, da wäre kein Pokémon und dann kommt plötzlich Ho-oh. Ja, das ist da leider normal. Ja, da ist Ho-Oh, supi, ne? Ja, super. Ho-Oh kommt auch... Flucht unmöglich. Ja, du bist zu... Das ist das Problem, okay, wenn man mega niedrig gelevelt ist, ne? So, jetzt geh... Ich bin entkommen. Jetzt geh ich nochmal nach Ho-Oh und wenn Miku Bock hat, kann er nochmal zu Deoxys gehen. Mach ich auch noch. War das? Mehr gibt's hier nicht? Mehr gibt's hier nicht, das war's. Das sind die einzigen beiden. So, jetzt seht ihr Ho-Oh nochmal bei mir. Was? Den Effekt, den ich auch noch gut finde bei Ho-Oh, ist, der Bildschirm ist erst so ein kleines bisschen dunkel. Und wenn Ho-Oh dann kommt, wird er ein bisschen heller. Finde ich ganz nice. Ja, das ist schon nice. Oh, scheiße. Ich bin auch eigentlich ein Fan von Event-Pokémon, ne? Also, dass man so geile Pokémon fangen kann, Legis und so weiter. Aber nicht, Aber mit so einer... Das nicht, Rätsel von Deoxys fand ich schon immer scheiße. Also, ich kann dich da... Es war einfach Müll. Ich kann dich da vollkommen verstehen. Es hat mich immer genervt. Ich habe, wie gesagt, vor der Aufnahme, ich konnte das nur so gut, Leute, weil ich das vorher geübt habe. 10 Minuten lang musste ich da rumprobieren. Das war ein Crit. Guck dir das an. Das war ein Crit. Und tschüss. So. Ich zeige es euch. Ich muss dafür hier nochmal hingehen zwar, aber ich zeige euch, dass Ho-Oh auch wiederkommt. Oh, Alter. Wieso denn? Ich war doch schnell. Unten. Vergiss die... Ja, jetzt von... Genau, von unten. Jetzt von rechts. Oben. Warum? Wenn oben war doch richtig. Ja, oben war richtig. Auf was kommt es jetzt an? Auf die richtige Reihenfolge? Auf Geschwindigkeit? Das ist doch einfach Bullshit. Hallo, geh runter! Jetzt schnell! Es geht. Ich hab's. Nice. So, und ich hab euch gezeigt, Ho-Oh ist hier. Du hast übrigens, glaube ich, eine andere Form von Deoxys. Kann das sein? Keine Ahnung, welche Form hattest du denn? Nee, ich hatte dieselbe. Hallo Deoxys, Level 30. Und da habt ihr auch nochmal gesehen, dass Ho-Oh wiederkommt. Also wenn ihr vor den Legendären flieht, kommen sie wieder. Wenn ihr sie tötet, sind sie weg. So, das Gute ist, es gibt ein Programm, das heißt Pokéhex. Damit könnt ihr die Event-Flex zurücksetzen, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr es nochmal versuchen, selbst wenn ihr sie tötet. Wenn ihr sie tötet? Wenn ihr sie tötet. Wenn nicht, dann und flieht, dann kommen sie halt wieder. Miku versucht es zu fangen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so genervt bin wegen sowas, aber ich weiß nicht. Es ist normal. Ich finde das Rätsel übelster Mist. Weil legendäre Pokémon in einem Let's Play zu fangen, ist für mich immer schon... Also, ist für mich einfach scheiße. Also, wenn das... innerhalb des Let's Plays vorkommt, ist das nicht schlimm.
Wie jetzt in der Nuzlocke. Wenn es wenn es halt wirklich auch innerhalb von der Story zur Story gehört, dann ist es vielleicht halt gut, ne? Oder als Encounter, aber, wenn du eine schwere Nuzlocke spielst, aber ja. Hier jetzt in Blattgrün Feuerrot war es halt einfach absolut nutzlos, fand ich. Man brauchte die Legendären nicht, weil man genug Encounter kriegt. Aber diese optionalen Legendären sind für mich immer so einfach nur Puh, weil man die halt sehr oft resetten muss, bis man die überhaupt gefangen hat. Und das ist einfach nur ermüdend zu spielen. Richtig, und damit Deswegen bin ich bei sowas mal schnell genervt. Das ist der letzte richtig kurze Part, Leute. Damit ist das Projekt beendet. Die Nuzlocke ist gewonnen. Miku versucht noch, Deoxys zu fangen und kriegt Ich spule jetzt vor, ist mir egal. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los in Speed, Alter. Jetzt kommt der Hype-Train, Alter. Hype-Train, los. Wir kriegen Deoxys. Nein. Deoxys. Da drinnen, du Sau. Ich schläfe ihn kurz ein. Ja, nice. Er schläft. Jetzt neuer Versuch. Alter, Deoxys. Das ist einfach so ein Bullshit. Deoxys ist halt richtig ätzend, ne? Was macht er eigentlich? Er könnte dich die ganze Zeit töten und jetzt macht er nichts, oder was? Doch, jetzt. Er möchte wenigstens ein legendäres Pokémon fangen, wie ich Zapdos. Wird nix. Die Fangrate ist halt einfach mega niedrig von Deoxys, ne? Das ist ja schon lächerlich. Ich verschwende jetzt alle meine Pokébälle. Und wenn ich alle meine Pokébälle verschwendet habe, dann ist der Part beendet, oder? Genau, dann kann ich nochmal zum Erstehungsfelsen fahren und zeigen, dass Deoxys auch wirklich weg ist bei mir, weil ich es aus Versehen gekillt habe. So, ihr seht, kein Dreieck mehr, Leute. Deoxys ist wirklich weg, wenn ihr das tötet. Wenn ihr flieht, ist das Dreieck wieder da und ihr könnt das Rätsel nochmal machen. Würde geil sein, wenn du ihn im letzten Ball fängst, ne? Das wäre richtig nice. Ah, ich kann halt keine Attacke einsetzen, weil ich es halt kille, ne? Das ist halt Ding, das Ding ist Level 30. Du killst es halt sofort, ne? Also Biss ist sehr effektiv, ja. Du tötest es halt sofort. Aber das wollten wir, wollten euch die Legendären auf jeden Fall noch zeigen. Also, das sind die extra Legis, die man bekommen haben. Die beiden mit den Tickets könnt ihr nur per Event kriegen. Also, da es das Event aber auch nicht mehr gibt, müsst ihr euch die per Pokéhex holen oder sowas. Diese Event-Pokémon haben konnten wir euch so auch nur zeigen. Also wundert euch da nicht. Und ja, mehr gibt's dazu eigentlich gar nicht zu sagen. So, nur 8 Pokébälle. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und 1. Gut. Er will nicht. Dann flieh. Oder willst du es töten? Es hätte überlebt mit Biss. Aber gut, wir speichern ja eh nicht, also ist das egal. Deoxys kommt nicht mehr wieder. Nice. So, hier ist ein guter Zeitpunkt, ein paar zu enden. Soll ich da auch nochmal hin? Geh da auch mal hin, ja. Ja, gut. Oh Mann, ey. Deswegen hasse ich Legendäre einfach. Man sollte einfach die Möglichkeit haben, legendäre Pokémon zwar selten zu machen, aber trotzdem leicht zu fangen. Die Fangrate ist einfach unnormal scheiße hoch. Du brauchst halt Statusveränderungen, ne? Gerade bei optionalen Legendären, ne? Einfach unfassbar hoch. Ich stelle mir gern halt die Herausforderung, die sogar mit Pokébällen zu fangen. Hab die meisten auch schon so gefangen, so ist es nicht, aber das mache ich halt nur privat. Das ist halt scheiße für ein Let's Play. Ja. Privat mache ich auch gerne. Dann starte ich halt das Spiel halt neu, wenn ich es außerdem kille oder wenn es nicht drin bleibt bei allen meinen Pokébällen. Genau, aber. Dann starte ich halt das Spiel neu, ist ja kein Problem. Im Let's Play ist das halt ein bisschen schlecht. Davor. Im Let's Play ist das halt ein bisschen schlecht. Ne? Ich speichere meistens immer noch davor. Und dann starte ich halt neu, ne? Genau. Ja, Leute. Das war's mit dem Projekt. Ich und der gute Miku bedanken uns ganz recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Die Nuzlocke ist jetzt komplett vorbei, beziehungsweise war sie schon nach der Liga, aber das Projekt ist jetzt komplett vorbei. Like dieses Video, abonniert unsere beiden Kanäle für mehr Content von uns beiden, für mehr Content von Miku oder mir. Hast du sonst noch nächste was? Nächste Woche ist Pause, da kommt kein Projekt. Da ist immer zwischen unseren Partnerprojekten ist immer eine Woche Pause, müsst ihr euch merken. Aber nächste Woche kommt nichts von uns zusammen. Richtig. Also nur einzeln halt. Genau. Und darauf die Woche geht's halt mit zwei neuen Projekten, diesmal nicht nur eins, mit zwei neuen verschiedenen Projekten auf seinem Kanal und auf meinem Kanal und geht's dann direkt weiter. Richtig. Mit neuen frischen Projekten mit uns beiden. Wegen Vorbereitung und so, ihr wisst Bescheid. Aber mehr gibt's von meiner Seite auch nicht zu sagen. Wir beide verabschieden uns hier von euch. Wir sehen euch hoffentlich bei den nächsten Projekten von uns wieder. Und danke fürs Dabeisein. Genau. Bei allen unseren Parts. Vielen Dank. Genau, vielen, vielen Dank.
Grüße gehen raus an Spongy, der immer kommentiert hat. Immer im Wall of Text teilweise. Richtig, Banzai-Chuk, der auch dabei war. Und an Nini, der auch öfter mal kommentiert hat. Genau. Vielen Dank dafür, Leute, und bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr beim letzten Part von Pokémon Feuerrot, Blattgrün, Soling, Nuzlocke mit Miko XT zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch machen soll. Wenn ihr die Pokémon Feuerrot, Blattgrün, Soling, Nuzlocke Challenge mit Miko XT nochmal sehen wollt, dann drückt doch auf die Playlists. Wenn ihr nichts mehr von mir oder Miko XT verpassen wollt, dann drückt doch auf die Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Projekt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Tschüss!